Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du in StarTools Bilder stretchen kannst. Hier gibt es zwei verschiedene Arten, die würde ich dir kurz vorstellen. Aber vorab, wozu eigentlich stretchen? Wenn du frisch gestackte Bilder in StarTools oder in einem anderen Bildverarbeitungsprogramm für Astrobilder einlädst, sieht das hier normalerweise so aus. Das Bild ist meistens schwarz oder sehr dunkel. Man sieht hier vielleicht vereinzelt Punkte. Das sind Sterne, weil das Bild lineare Informationen enthält und nicht gestretcht ist. Wenn man sich jetzt mal ein Histogramm anschaut, sieht man, dass die Bildinformationen meistens ganz nach rechts gerückt sind. In dem dunklen Bereich stecken dann die ganzen Informationen vom Bild. Und um die sichtbar zu machen, gibt es die sogenannten Stretch-Funktionen oder Development-Funktionen. Dabei werden die wichtigen Bildinformationen so im Histogramm verteilt, dass sie sichtbar werden. StarTools bietet dafür zwei Module an. Einmal das Auto-Development-Tool und einmal das Film-Development-Tool. Auf der Webseite von StarTools wird vor allem das Auto-Development-Tool angepriesen, dass da sehr viel Know-how in den Algorithmen steckt. Und wenn man das Auto-Development-Tool auswählt, wird automatisch das Bild schon mal vorgestretcht. Das kann zum Beispiel dienen, wenn man das Bild initial stretcht, um Stacking-Artefakte sichtbar zu machen, um das Bild im ersten Schritt erstmal richtig zu croppen und dann ab diesem Punkt weiterzumachen. Hier wird das Bild schon mal vorgestretcht und der Hersteller empfiehlt, einfach durch Spielen, indem man hier eine Region of Interest, also einfach hier ein Kästchen aufzieht, so lange rumzuprobieren, bis man eine Belichtung oder einen Stretch hat, der einem gefällt. Probiere das jetzt hier einfach mal, verschiedene Methoden oder verschiedenen Regionen hier auszuwählen, bis ich zufrieden bin. Und Ziel ist es hier eigentlich, so viele Informationen im Bild sichtbar zu machen wie möglich. Dann hat man hier unten noch ein paar Regler. Dieser Ignore Fine Detail Regler kann man sich so wie so einen Filter vorstellen, der so feines Rauschen nicht als Bildinformationen interpretiert. Das Bild wird dann ein bisschen dunkler, aber da muss man halt vorsichtig sein, wenn man hier so noch eine feine Galaxien hat und so weiter, kann es sein, dass es dann dem Filter zu Opfer fällt und der Stretch nicht mehr sauber funktioniert. Den Detektor Gamma kann man sich wie ein Offset vorstellen. Drehe ich ihn hoch, wird das Bild etwas heller, oder drehe ich ihn etwas runter, wird das Ganze etwas dunkler. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, den Einflussparameter von meiner Region of Interest nach außen zu schieben, also wie viel außerhalb dieser meiner Auswahl in die Berechnung mit einfließen soll. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Funktionalität von diesem Modul. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich das hier eigentlich nicht häufig verwende. Man kann es hier eigentlich auch sehen, warum. Häufig bekommt man Ergebnisse, wo hier Sachen ausgebrannt sind und das gefällt mir nicht. Also man kann da auch kaum was gegen machen. Also immer sind so helle Bereiche, wirken zumindest ausgebrannt. Mir persönlich gefällt das nicht. Viele im Internet oder andere StarTools-User mögen aber dieses Auto-Development-Tool. Vielleicht bediene ich das auch falsch, ne? Aber ich konnte zumindest auf der Herstellerseite nichts anderes finden, außer mache hier ein Kästchen auf und spiele ein bisschen an den Reglern. Und da werden die Ergebnisse eigentlich immer nur noch schlechter als besser. Ich verwende deswegen häufig nicht das Auto-Development-Tool, sondern das Film-Development-Tool. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das sogar noch einfacher funktioniert, weil man muss eigentlich nur diesen Knopf drücken, bis man die gewünschte Belichtung erreicht hat oder den gewünschten Stretch. Und im Gegensatz zum Auto-Development-Tool sieht man hier schon, dass der Galaxienkern nicht ausbrennt. So. Man kann auch sehen, wie gut das Bild geebnet ist. Wenn hier so eine hohe Dynamik ist und es wird einfach nicht heller, kann man wahrscheinlich mit einem Wipe, also mit einer Background Extraction oder mit einer Bildebenung, dass hier noch ein bisschen was rausholen. Man kann es auch einfach mit Gewalt einfach etwas überstretchen. Und so wie es einem passt, hier kriegt man dann auch die Stacking-Artefakte zu sehen. Man hat hier auch einige Filter, an denen man das Ganze ein bisschen modifizieren kann. Meistens braucht man die aber eigentlich gar nicht. Das funktioniert meistens so schon ziemlich gut, indem man einfach hier auf den Home-Button drückt. Und ich regel das meistens dann so weit hoch, bis langsam das Hintergrundrauschen langsam zu sehen ist. Wenn man es dann übertreibt, ist es später schwerer, das Hintergrund oder dieses Rauschen hier wieder rauszufiltern. Von daher sollte man vielleicht hier nicht direkt so übertreiben. Es muss auch nicht komplett dunkel sein. Meistens ist dann das hier so der Ausgangspunkt, wo ich dann weitermache, wenn man das dann hier behält und den initialen Crop anlegt. Und wenn es mal ganz schnell einfach hier so eine Bildebenung durchführt, ohne dass man jetzt irgendwas speziell auswählt. Hier unten ist noch ein bisschen, aber wir lassen es einfach mal so, ohne irgendwas zu tun, sondern lassen der Automatik einfach mal freien Lauf. Der Stretch von dem Bild wird nach der Bildebenung wieder zurückgesetzt und wenn man das dann neu stretcht, Redo Global Stretch, wenn ich das auswähle, fange ich einfach nochmal von vorne an zu stretchen und man sieht dann, dass sich das Bild allein schon von der Automatik her weiter stretchen lässt und man dann einfach ein besseres Ergebnis erzielt.
So, war ich vorher in den 80er-Prozenten, bin ich jetzt in den 95er-Prozenten, dann kann ich jetzt sehen, dass mein Vorprozess schon mal das Bild besser geebnet hat und ich mehr Fleisch habe, um das Ganze zu stretchen. Ist jetzt vielleicht nicht perfekt, ne? Das ging jetzt, waren ja nur ein paar Klicks, aber an dem Punkt kann ich jetzt hier weiterarbeiten. Man kann hier unten auch noch diese kleine Galaxie sehen. Die ist, selbst obwohl ich jetzt hier nichts maskiert hatte, trotzdem immer noch zu sehen. Wir können ja nochmal hier das Auto-Development-Tool verwenden. Sagen wir auch nochmal Redo. Mal gucken, ob man hier das gleiche Ergebnis hinbekommt. Ich kann es nochmal probieren. Ja, das könnte schon ähnlich sein, aber mir hat das andere irgendwie doch besser gefallen. Ja, also ich finde das schon hier ziemlich schwierig mit dem Auto-Development-Tool. Da geht das mit dem Film-Development-Tool, finde ich, deutlich angenehmer. Einfach Home in, Home in, Home in. Ja, fertig. Ja, das soll es zu diesen beiden Modulen gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und ja, bis bald. Ciao. Thank you.